um sich selber besser kennenzulernen, sagt meine Freundin. Dafür brauche ich keinen Jakobsweg. Ich frage mein Google-Konto, weil das weiß alles über mich. Zum Beispiel, wenn ich nach Calvin Klein Unterhosen suche, empfiehlt man mir nur Sekundenbruchteile später eine kleine Unterkunft in der Stadt Calvi auf Korsika. Oder wenn ich schreibe, Regal reparieren, dann will die Rega wissen, woher sie diesen Aal repatrieren soll. Und wenn ich wissen will, welcher Gesangsverein englische Lieder singt, löst mir Siri ein Jahresabo im Swingerclub in Lippers. Und genau das ist die größte Gemeinsamkeit zwischen meiner Freundin und meinem Google-Konto. Weiß alles über mich, versteht mich aber nicht. Kann sehr gut mal passieren, dass ich gar nicht mehr weiß, mit wem ich eigentlich kommuniziere. Wenn auf dem Handy steht, willst du mich heute Abend ficken, dann muss ich gucken, wer ist jetzt der Absender. Meine Freundin, ein Datingportal, Siri persönlich oder bloß meine Waschmaschine, die eigentlich fragen wollte, ob ich sie heute Abend flicken will, damit sie bereits die Ersatzteile bestellen kann. Und wenn mich dann während dem Sex meine Waschmaschine anruft und jammert, dass schon wieder der Schongang klemmt, dann sage ich zu der Waschmaschine, ich will mit einem echten Menschen sprechen. Weil ficken tue ich auch mit einem echten Menschen. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade eigentlich tun möchte, und nicht mit meiner Waschmaschine telefonieren. Und meine Freundin hat jetzt die Beine zusammengeklappt und brüllt mir ins Ohr, ich soll meine Waschmaschine nicht so anschreien. Die Waschmaschine hat mich jetzt mit einem Mechaniker verbunden. Herr Prassat meint, dass es oft vorkommt, dass bei diesem Modell der Schongang klemmt. Wahrscheinlich liege es am Karma. Ich sitze auf der Bettkante und hinter meinem Rücken hat die Freundin die Beine wieder auseinandergeklappt und arbeitet beidhändig mit dem manuellen Schleuderprogramm an ihrem Karma. Ich brülle ins Telefon, Herr Prassat, Sie fahren jetzt sofort zu meiner Waschmaschine und bringen Karma und Schongang in Einklang. Die Freundin hinter meinem Rücken gibt komische Geräusche von sich. Und auch Herr Prassat am anderen Ende der Telefonleitung glucksst vor Entzücken. Leider sitze er in einem Callcenter in Neu-Delhi und könne sich meine Waschmaschine leider nicht persönlich vornehmen. Aber eine Firma in Bulgarien habe einen Servicevertrag mit dem Hersteller und die Jungs von dort seien schon unterwegs. Ich danke Gott dafür, dass ich, wenn meine Waschmaschine streikt, statt zu ficken mit einem indischen Mechaniker telefonieren darf, der besser Deutsch spricht als ich und mir bulgarische Mechaniker schickt. Als ich es endlich schaffe, mich höflich, aber bestimmt von Herrn Prassat zu verabschieden, packt mich meine Freundin an den Haaren und zieht mich zurück ins Bett. Doch schon klingelt es an der Tür. Sofort lasse ich von der nackten Frau in meinem Bett ab, ziehe mir eine ungewaschene Calvin Klein Unterhose über. Die Waschmaschine ist seit Wochen kaputt und renne zur Tür. Als der bulgarische Mechaniker in meinen Flur tritt, kriege ich von der Rega eine Push-Nachricht. Calvin Klein Unterhosen für ihren Aal zum halben Preis in Lipperswil. Und noch bevor ich den Rega-Flug nach Lipperswil buchen kann, hat meine Freundin bereits den bulgarischen Mechaniker am Schopf gepackt und schleift ihn Richtung Schlafzimmer. Ich schreie noch, die Waschmaschine ist doch im Bad. Aber schon fällt die Schlafzimmertüre ins Schloss und ich höre, wie meine Freundin den Schlüssel dreimal umdreht. Entnervt frage ich Siri nach Waschmaschinenmechaniker flicken. Und Flink fragt Siri zurück, wann möchten Sie den Waschmaschinenmechaniker ficken? Ich sage, bist du blind, wenn schon eine Waschmaschinenmechanikerin? Und Siri fragt,
Wann möchten Sie die Ausbildung als blinde Waschmaschinenmechanikerin beginnen? Ich schleudere das Telefon gegen die Wand, schiebe die ungewaschene Calvin Klein Unterhose in die Kniekehle und mache mich daran, endlich selber die Waschmaschine zu flicken. Mit kräftigen Stößen versuche ich, dem Karma der Waschmaschine auf die Sprünge zu helfen, und siehe da, das Einzige, was gefehlt hat, war ein wenig Schmiermittel. Und schon erwartet der Schongang wieder wie gewünscht. Dann kriecht der bulgarische Mechaniker aus dem Schlafzimmer. Und noch bevor ich ihm erklären kann, dass ich die Waschmaschine nun soeben selber gefickt hätte, schwadroniert dieser auf Bulgarisch daher, er flicke hier gar nichts mehr und er brauche jetzt zuerst eine Woche Ferien. Ich empfehle Galvi auf Korsika und wünsche eine gute Reise. Und dann meldet sich aus dem Schlafzimmer meine Freundin und meint, sie sei ganz sicher, dass die italienische Kaffeemaschine klemmt und ob ich da nicht mal Siri nach einem Mechaniker fragen kann. Applaus.